Ich wurde letztens gefragt, ob es eigentlich immer pathologisch gestörte Menschen sein müssen, die einen aus der Kurve werfen, oder ob nicht ein ganz normaler Idiot auch reicht. Ehrlich gesagt, dieser ganz normale Idiot ist ja pathologisch gestört. Also in der Psychologie und in der Natur definieren wir Pathologie, also Krankheit und Störung, immer dann, wenn jemand stagniert, also nicht wächst. Und es ist eigentlich immer dann, wenn jemand nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, also eine faire Antwort auf die Situation zu geben, dann ist derjenige nicht erwachsen geworden, jedenfalls für diese Situation. Dann fliegst du nicht mit demjenigen aus der Kurve, sondern meistens zieht er dich noch runter, damit er selbst weiter nach vorne kommt. Also, bevor du ein Kurvenflieger wirst, würde ich sagen, kratz lieber die Kurve und sieh zu, dass du nicht von Idioten runtergezogen wirst.